So, Mahlzeit und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute ist ja so Day After, 1. November. Viele dürfen heute nicht mehr fahren. Ich habe ein ganz anderes Kennzeichen und ich nutze das einigermaßen gute Wetter heute, um nochmal eine Runde zu drehen. Gerade erst mal mein Motorrad angeschoben, ja, meine Batterie ist nicht mehr so gut. Ich brauche auch erstmal eine neue. Und ich bin jetzt erstmal auf dem Weg schön nach Dortmund und will da erstmal einen Burger essen. Ja, ich nutze jetzt wirklich natürlich den Luxus aus, dass ich ein Ganzjahreskennzeichen habe. Weil ich habe das mal durchgerechnet für mich und rein finanziell war es nur ganz wenig teurer als Saisonkennzeichen. Und so kann ich auch, wenn im Winter noch schönes Wetter ist, fahren. Ja, ich hoffe, man hört es nicht so, ich bin erkältet. Beziehungsweise die Erkältung klingt gerade ab, sitzt noch alles zu. Und ja, wieder seit 3 Wochen erstmal wieder auf dem Motorrad. Ich komme manchmal echt nicht zum Fahren. Ja, bevor ich die nämlich gerade erstmal auch noch gestartet habe, erstmal Luft nachgeguckt, Öl nachgeguckt, ein bisschen Öl nachgekippt. Habe festgestellt, ich habe gerade den letzten Rest von meinem Öl, was ich noch hatte, reingekippt. Ins Motörken. Aber dann ist jetzt alles wieder in Ordnung. Ölstand super. Reifendruck gut. Ja, ich habe den Vorteil, dass ich einen Kompressor in der Garage habe. Ja, momentan Außentemperatur. Wir haben jetzt hier 1. November so. Was sind da? 12, 13 Grad. Auf jeden Fall hatte ich vorhin auf dem Thermometer geguckt bei uns. Da waren 12 Grad. Ja, ist noch alles kein Problem. Hab noch ganz normale Sporthandschuhe an. Aber meine schöne Textilkombi habe ich angezogen. Mit den Innenfuttern drin. Pullover an, lange Unterhose noch an. So kann man ganz angenehm fahren. Und ich glaube, ich habe mich sogar fast zu warm angezogen, weil mir ist wirklich warm. Weil meine Griffheizung habe ich aus. Ja, wenn es nachher ein bisschen kälter wird, werde ich die einschalten. Ich habe auch noch Winterhandschuhe dabei. Ich habe mein Topke ist da hinten drauf. Falls es doch mal regnet, hinten ist die Regenkombi drin. Obwohl bräuchte ich glaube ich eigentlich nicht bei meiner Textilkombi, weil die ist wirklich gut wasserdicht. Ja, Qualität hat seinen Preis. Obwohl die war auch nur im Sonderangebot. Ich habe nicht so viel dafür ausgegeben. Ja, da jetzt auch wirklich viele Autofahrer denken, ja, 1. November, Saison ist um, habe ich mir auch noch meine Leuchtweste angezogen. Einfach nur, damit ich ein bisschen mehr leuchte, damit ich besser gesehen werde. Und
Ja, so hoffe ich, dass die mich wirklich nicht übersehen heute. Und ich hasse Ampeln. Naja, wer hasst das nicht? Ja, man sieht, die Blätter werden bunt. Bin gerade schon eine Allee entlang gefahren. Da war fast kein Blatt mehr dran. Und es ist auch noch immer leicht feucht. Ja, die Nacht hat es ein bisschen geregnet. Aber ich wollte es mir heute mal wieder nicht nehmen lassen, endlich mal wieder eine Runde zu drehen. Ja, und immer so von den Temperaturen her, so ab 5 Grad plus bin ich unterwegs. Beziehungsweise, solange es Plusgrade gibt und die Straßen trocken sind, ist das alles kein Problem. Ich war aber auch schon mal bei minus 3 Grad unterwegs. Oh, das war so arschkalt. Oh, und ich hatte keine Winterhandschuhe. Dann erstmal nach Hein-Gericke gefahren. Da war bei uns in Bocholt noch Hein-Gericke offen. Jetzt mittlerweile haben sie ja dicht gemacht. Schade. Obwohl normalerweise hole ich meine Klamotten eh bei der Tante Luis. Na gut, ist aber zwar 30 Kilometer. Oh, hier ist es richtig feucht. Allerdings arbeite ich in der Stadt, wo der Laden ist. Daher ist das auch alles kein Problem, wenn man mal Frühschicht hat, eben dahin fahren. Allerdings, bei minus 3 Grad war es so arschkalt, dass die Winterhandschuhe echt nichts genützt haben. Boah, ich habe mir da echt die Finger abgefroren. Na gut, eisig war es an dem Tag nicht. Ja gut, die Straßenfeis waren an dem Tag nicht. Somit konnte man wirklich angenehm, hätte man wirklich angenehm fahren können. War so auch richtig schön sonnig. Und da habe ich mir gesagt, das war jetzt so arschkalt. Jetzt machst du dir eine Griffheizung ans Motorrad. Und ich merke gerade, die Finger werden auch ein bisschen, so langsam ein bisschen kühler. Da schmeißen wir die mal an. Oh. Jeder, der meint, eine Griffheizung ist pussyhaft, hat noch nie eine gehabt. Ey, das ist so total geil und angenehm. Siehst du mich? Ja, er hat mich gesehen. Ah, und jetzt kommt natürlich auch schön die Sonne raus. Das ist herrlich. Ja, und ich kann nur sagen, meine Kupplung hält immer noch. Ja, die Saison hat sie noch überlebt. Ja, wenn ich einen Ölwechsel mache, fliegt die alte raus und die neue kommt rein. Das kann man ja wirklich richtig schön verbinden, weil das alte Öl muss ja eh abgelassen werden. Nur ist ja jetzt wirklich das andere Problem, dass meine Batterie platt ist. Yay! Das Lustige ist, ja, wenn der Motorradtag steht, muss ich sie schieben. Also einmal anschieben, dann ist sie auch wieder an. Oder sonst über den Tag verteilt, kriege ich sie immer wieder an, wenn ich sie abgestellt habe. Also da geht meine Starterbatterie ja noch hin. Nur wenn ich so sehe, was so eine Motorradbatterie kostet im Vergleich zu einer Batterie, was ich mal für meinen Golf 3 bezahlt habe, sind die Dinger schweineteuer. Ja, ich habe ein bisschen Musik an, jetzt gerade. Oh, jetzt wird es aber richtig schön hier, ey, geil.
sehen wir da. Auch noch einer, der das schöne Wetter nutzt. Was ist das? Keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht sehen. Ich bin wohl nicht der Einzige, der heute unterwegs ist. Yay! Wie geil ist das denn? Naja, nur bei solchen Temperaturen sollte man das nicht so wirklich übertreiben mit dem Gas geben. Falscher Gang. Ah, und noch ein Motorrad. Ich glaube, ihr habt das nicht gesehen, weil das fuhr da gerade im Kreisverkehr entlang. Ja, bei diesen Temperaturen, ja, werden die Reifen auch nicht so richtig schön warm. Also, habe ich gerade schon gemerkt, wollte ein bisschen stärker bremsen, da ist mir das Hinterrad blockiert. Also ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein heute. Und ey, was ist denn das für ein geiles Wetter? Gut, dass ich gestern nicht gefahren bin, ey. Hä? Was? Ach, scheiße, Navi. Ach, ich glaube, das war ein bisschen später, wa? Wie viele sind heute unterwegs, ey? Erst eine Yamaha, jetzt eine BMW. Also geil. Heute von mir, von diesem schönen Herbsttag. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Abo-Knopf ist da irgendwo. Abonnieren ist kostenlos. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, bitte rein damit in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!